Doch schneller als erwartet, ja. Aber ihr wolltet es nicht anders. 88 Likes sind Ansage genug. Ich, Harry Jogschat, muss Trainer bei Bergedorf 85 werden. Und deshalb bewerbe ich mich hiermit nun offiziell und natürlich auch höchst seriös auf das Ex-Amt von Didi Hallervorden, Didi Demuth. Denn eins ist doch klar, der Lack bei Hakan Karadiken ist längst ab. Warum ich das nun tue, hat zwei Gründe. Zum einen, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Zum anderen, weil das Finanzielle bei mir keine Rolle spielt. Das hat es in meinem Leben nie, denn ich hatte nie Finanzielles. Allerdings muss ich euch ein, zwei Gründe anführen, damit Sie in Bergedorf auch gleich wissen, was Sie erwartet. Ich komme aus dem Osten und lebe auf eure Kosten. Revanchiere mich nie. Energie. Zudem weiß ich, wie man alte Mauern einreißt als Ossi. Ja. Ich höchstpersönlich stand damals 89 mit David Hasselhoff auf der Berliner Mauer. Und schon damals merkte ich, dass Hunderttausende meinen Gesängen folgen, auf dem Weg in eine bessere Zukunft. Und nichts das ist es ja, was sie jetzt in Bergedorf benötigen. Des Weiteren bin ich durchaus erfahren, was das Hinterherlaufen von Geld angeht. Einträge meiner Schufa-Auskünfte werden dies belegen, die werde ich dann aber in die schriftliche Bewerbung beilegen. Außerdem bin ich absolut in der Lage, mit Südländern umzugehen. Ja, seit Dekaden meines Lebens waren Familienurlaube bei uns stets in Harburg Süd geplant. Von daher weiß ich, was für eine Mentalität mich auch in Bergedorf erwarten wird. Und tue dies aus Herzen, aus Verbundenheit zu Bergedorf 85, die mich jahrelang mit attraktivem Fußball, mit tollen Leuten vor Ort begeisterten. Ich kann den Verantwortlichen nur sagen, yes, sir, I can boogie, I can change. Zu meiner Vorgehensweise, wie wird das Training demnächst gestaltet? Ich bin da sehr kreativ aufgrund jahrelanger Trainererfahrung, die ich sammeln durfte mit vielen Trainern, die auch viele Trainer mit mir sammeln durften. Von daher wird es bei mir abwechslungsreich zur Sache gehen, was vielleicht zuletzt nicht immer unbedingt der Fall war. Wir werden vormittags in den Zoo gehen, um das Durchbeißen zu üben. Wir werden in den Zwingerclub gehen, damit die Stürmer wieder einen reinmachen. Der Torhüter wird wochenlang bei einer Nonne hospitieren, um eben zu sehen, wie man keinen mehr reinlässt. Und wir werden in die Opel-Werkstatt fahren, wo jeder meiner Spieler Technik kriegt, die begeistert. Doch Obacht, es gilt natürlich auch, wenn man einen starken Mann will und einen Jogschat holt, dann kriegt man diesen starken Mann. Ich denke, viele werden es wissen, dass ein Oliver Zapel einst bei mir hospitierte, ein Roger Stilz, auch wenn er es ungern zugibt, bis heute, wenn wir uns sehen, auf meine Schulter klopft und sagt, Harry, wie machst du das eigentlich? Und auch ein Bernd Hollerbach verließ damals den Stadtpark nicht, um in den Profibereich zu wechseln, sondern aufgrund meiner enormen Präsenz. Tja, und nun liege ich hier. Die Profikarriere ist zum Greifen nah. Und ich sage euch als freundschaftlichen Rat, wenn ihr mich fragt, ich würde mich nehmen. Was ihr noch wissen solltet, ich werde natürlich nicht alleine kommen, sondern meinen Schatten, Benny Semmler, mitbringen, der heute leider verhindert ist. Er ließ mir aber ein Foto von sich hier, damit ihr euch schon mal dran gewöhnen könnt. Er wird hauptsächlich für die gute Laune und die Damenmannschaft verantwortlich sein. Und das sollte auch schon reichen. Ja? Ich stelle mich hiermit also ab dem 1.1. als Cheftrainer zur Verfügung. Ab 185 Likes werden wir nach Bergedorf fahren und um einen Termin bei Hakan Karadiken beten. Also, es liegt an euch.